Ist für mich bis heute ein nachhaltiges Erlebnis, diese Session da. Die wussten nicht, was wir spielen und wir wussten nicht, was die spielen, aber das ist das Gute an Musik. Ein C ist überall auf der Welt ein C. Und also das war ein nachhaltiges Erlebnis. Da hat uns Hartmut Gerken wahnsinnig geholfen, weil der kannte da die besten Musiker im Lande. Und das ging auch alles völlig unabhängig von Volksgruppen. Das musste man immer bedenken, ja, dass der normalerweise von der Gruppe gar nicht mit dem spielt, weil man hat da Schwierigkeiten miteinander. Und da hat er die alle zusammengeholt und wir hatten ein wunderbares Konzert. Schade, dass die alle im Bürgerkrieg umgekommen sind. Die ganzen tollen Musiker da. Keiner von denen lebt mehr. Es war der letzte friedliche Sommer in Afghanistan. Nur ein Jahr später marschierten die Russen ein und das wunderschöne Land am Hindukusch versank in Bürgerkrieg und Gewalt. Uwe Möhrich und die Gruppe Embryo reisten damals mit ihrem alten Bus auf Einladung des Goethe-Instituts in den Iran, in die Türkei und nach Marokko. Langhaarige Hippies als vollwertige Vertreter des deutschen Kulturkanons. Als die Krautrocker mit der Fähre von Gibraltar zu ihrem Konzert ins marokkanische Tanger übersetzen, erwartet sie eine verstörte Institutsleiterin am Grenzposten des erzkonservativen Königreichs. Frau Jelinek hieß sie. Die stand oben auf der Landungsbrücke, da wo das Boot von Spanien kommt. Und wir waren unten von den Zöllnern bereits abgewiesen. Wegen des falschen Haarschnitts. Normalerweise muss man sich bei Grenzübertrittern die Haare abschneiden lassen. Aber wir wollten das natürlich nicht und man wollte uns zurückschicken. Und dann, ja natürlich, wir kamen vom Goethe-Institut, also mussten uns da irgendwie reinlassen. Und die Begrüßung durch die ganzen Potentaten und die Frau Jelinek war natürlich entsprechend verklemmt, um es mal so auszudrücken, ne?